Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Hofgeschichten, meine lieben Freunde. Ich muss hier erstmal versuchen, aus meinem Schlamassel rauszukommen. Selbst der Kamin wurde verbaut. Guten Morgen. Sollst du nicht anmachen? So, Saatgut kaufen, war für den Sommer. Ja, wirklich? Naja, nicht, oder was? Alles vertrocknet. Ja, wenn wir Saatgut selber machen können, können wir doch gucken, was wir noch an Sommerpflanzen am Stissel haben. Und das dann einfach aus den selber machen, oder nicht? Wir müssen jetzt erstmal hier das Feld. Ja, aber die Menge, wir finden doch da keine Menge. Darum geht's doch. Was denn jetzt schon wieder? Na, hier, der Platz für die Viecher, der ist groß genug, ne? Aber die müssen immer auf einem Knubbel rumhängen, sodass ich immer die Kuh melke, wenn ich das Ziegenvieh. Oh. Das Ziegenvieh. Komm, du siehst. Die machen mich aggressiv. Ja, der Lauf, der Affe. Erdkristall, haben wir Erdkristalle bestimmt, ne? Ja, wenn wir Mani will Erdkristalle für 150. Ja. So, komm, der Laden hat offen. Wir gehen mal hin, oder soll ich alleine gehen? Ich bin ja schon da. Ach so. Soll ich mal gucken, was wir noch aus dem Sommer brauchen? Fürs Gemeindezentrum? Ja. Okay. Also, Nutzpflanzen im Sommer. Blaubeere. Wir brauchen eine Blaubeere. Wir brauchen eine Blaubeeren-Saat. Und dann Kürbis oder Melone. Kürbis ist wahrscheinlich Herbst. Ja. Aber Melone Kürbis könnte doch Herbst. Sommer sein, oder? Melone sehe ich jetzt doch da, Melonensaat. Okay, das sind die beiden, die wir brauchen. Genau, wir brauchen 5 goldene Melonen und eine normale Pflaume. Blaubeere. Entschuldigung, Blaubeere. Dann hole ich mal ein paar Melonen. Dann gibt es noch Färbemittel. Bei Färbemittel brauchen wir eigentlich nur noch die Entenfeder. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf. Nee. Was beim denn? Koch. Oh, da muss ich ja noch ran. Maki. Mohn. Trüffel. Äpfel. Ah, oh, Leute. Und Weizen. Weizen. Weizen ist doch auch Sommer, oder? Ja, yeah, machen wir mal schön hier. Weizen? Was brauchen wir an Weizen? Weizen brauchen wir an Weizen. Weizen. Ein Weizen oder was? Nee, 10 Weizen. Aber wir können eigentlich unendlich viel Weizen anbauen, weil daraus schon. Kann man ja Weizenmehl machen, was richtig. Wir dann zum dann Kochen benutzen können. Ja doch, daraus kann ich ja Brot backen, was wir verkaufen können. Zum Beispiel. Hey du Pimmel, was hast du jetzt gemacht? Boah, ey, diese Steuerung macht mich manchmal wahnsinnig. Ja, mich auch. Der macht mich richtig aggressiv, die Steuerung. Ich glaube, ich habe Minus gemacht, weil ich die wieder verkauft habe. Ja, Minus? Dann. Achso. Okay, und das gab nicht denselben Preis. Nee, das gibt auch nicht denselben Preis. Es gibt nur so einen Teil davon. Egal. Wir haben übrigens schon 11. Ich habe jetzt 20 Hallo. Weizen, Hallo. 33 Mais, Hallo. 13 Melonen und eine Blaubeere. Was? Hallo? Wir haben noch 11 Weizen im Sortiment hier gehabt. Ja, dann bauen wir den halt an. Herbst, Herbst, Herbst. Moin, gemischte Pam. Saat drücken wir mal rein. Hirsche. Diese Spiegeleier habe ich denn jetzt schon? Ich muss mal zählen. Wir brauchen erstmal hier Dünger. Ja, habe ich im Sortiment hier 28 Felder. Lass mal hier oben jetzt aber nach Dings anfangen. Nicht wieder da einfach mittendrin. Pfannkuchen. Für Pfannkuchen brauche ich zum Beispiel Weizenmehl. Kann ich Pfannkuchen machen? Ich habe jetzt keine Rangpflanzen, von daher können wir auch ein großes Feld machen. Okay. So. Was hast du für Dünger genommen? Qualitätsdünger. Haben wir noch anderen oder hast du nicht mehr? Muss ich gucken, ob ich den bauen kann. Achso, wir machen 3, ne? 3er-Reihen wegen Gießen. Ne, wir machen einfach ein großes Feld. Da wird also keine. Ich kann nur Qualitätsdünger bauen, einen Standarddünger bauen, weil Qualitätsdünger braucht Fisch. Okay. Guck mal, das ist der Blitzableiter übrigens, der hier steht. Ja, ich weiß. Das reicht schon, Mene. Ja? Mehr Saat habe ich nicht.
So, dann machen wir hier oben den normalen Dünger weiter. So. Soll ich mal sehen? Du kannst gießen, weil du hast die bessere Gießkanne. Ja gut, sehen dauert, das ist lange. Okay. Wenn mir nicht einer, der ständig vor der Nase rumoperieren würde. So ist das. Leute, geht weg von mir! Sonst kann ich nicht sehen. Kannst du nicht sehen oder kannst du nicht sehen? Wahnsinnig hier. Ich glaube, das reicht mit Dünger. Meinst du? Ja, ja, Dicke. Okay. Hast du mir die 11 Weizen gegeben oder setzt die selber? Die kann ich selber setzen. Ich Weil der Weizen ist jetzt da der Anfang. Die dicken hier ist Mais. Wo ist die dünnen hier sind Weizen, ja? Ja. Geh mal weg da, Mene. Mene! Ja, ey, du musst mir ja wenigstens mal eine Sekunde geben, dass ich auch deine Anweisung ausführen kann. So, das ist die Blaubeere hier. Irgendwie machen die Viecher einen ganz schön leidenden hier immer. Ich höre nur Bienengesumme. Echt? Ich habe hier doch die Ziege am rummeckern. Ah, da muss ich ja. Oh. So. Nein. Neues Sommerfeld hier erstmal. So viel Mais ist nicht geworden, wa? Mais ist echt teuer, ja, aber Mais ist auch 150 eins. Holla. Das ist ein Rühls gesoffen. Kaffee. Gut, der feine Herr. Und wir müssen hier irgendwie, wir fahren hier auf Brunnenwasser. Ah, machst du gerade. Namaste. Mamas Tee? Das ist der Holla. Beste Tee. Oh, ich hab einen Huhn erschlagen, Alter. Geil. Ich schlag dich gleich. Wenn das stimmen sollte. Nein, hat er nicht. Außerdem züchtest du doch gerade so einen Bockel da. Ja, genau, wollte ich mal gucken. Wie geht's denn dem? Tot? Sieht man nicht. Wackelt einfach nur. Harz essen. Nee, wieso soll ich denn Harz essen? Kann man. Ah. Großvater des Schreins. Wir wissen, wie es dem Ei geht. Kann man nicht sehen, schade. Übrigens, Ja? Hinten ist doch, hatten wir doch hier hinten links auf unserem Hof diesen Schrein. Ja. Wo es doch immer hieß, du kannst hier am dritten Jahr irgendwie hin. Da ist der Zettel jetzt weg und da steht jetzt da Großvaters Schrein. Aha. Okay. Nichts genaues Wissen. Wann kommt denn hier Köder? Hat ja schon mal jemand Köder rausgeholt? Ja, einmal. Wie viele waren da drin? 3 Stück. Und wo hast du sie hingetan? In mein Inventar. Und was willst du mit Ködern? Keine Ahnung, die in die Nase stecken, während du schläfst. Ich weiß es noch nicht. Du benutzt die doch nie. Doch. Ständig, wenn du nicht zuguckst. Doch. Also was war das? Pflaume, Weizen und Melone, ne? Müssen wir uns merken. War ja klar, dass die Bitch wieder nicht da ist. Oh, Entschuldigung. Meint der Pam? Nee. Sondern? Da müsste ich mich ja nicht entschuldigen. Achso. Das wäre ja nur eine Berufsbezeichnung. Zwar abwertend, aber immerhin. Bitch. Ich bin freischaffende Bitch. Wollte gerade sagen. Berufsbezeichnung. Krieg ich mal sowas auch in Bits raus, oder wie? Das wäre so geil, ey. Ich habe gern mit Menschen zu tun. Ich meine, die müssen ja auch Steuern zahlen. Das ist ein ganz normaler Beruf. Also von daher müsste das im Berufsinformationszentrum, wenn sie das nicht anbieten würden, wäre das schon eine Diskriminierung. Eigentlich schon, des Berufsbildes. Ja, dann hast du recht. Willst du umschulen, meinst du? Du weißt, dass du jetzt... Wo hast du deine komischen Zapfähne installiert? An Bäumen. Na, links bei den Kiefern. Ja, an den Kiefern, die sieht genau. Sieht man nicht. Warum sollte man die nicht sehen? Ja, weil da andere Kiefern davor sind, aber du kannst einfach drum, also hinter die Kiefer gehen, dann siehst du es. Das macht ja auch nichts, weil der zeigt dir ja an, wenn er fertig ist. Das dauert ja nur ungefähr 100 Jahre, bis er da mal irgendwie fertig ist. Hier, wenn du einfach dazwischen gehst, siehst du es. Hab's gemerkt. Verstehst? Geht doch. Also die Zäune, die wir hier gebaut haben, ja, die gehen ja irgendwie alle auch putzig irgendwie, das ist scheiße, ja. Ich habe auch eben gesehen,
Was war denn das? Ich glaube, es gibt sogar noch bessere Zäune. Ja klar, Steinzäune. Eisenzaun und Stein, ja. Wenn wir genug Eisen haben, machen wir schöne Eisenzäune hier. Genau, schön ländlich hier. Am besten mit NATO-Draht oben. Ja, sicher. Es kann so viel geschehen, doch eins weiß ich hundertprozentig. Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Amen. Oh, ich mache mal ein bisschen Heuballen fertig. Kann man jetzt auch Heu ernten, wenn man das Gras erntet, ist das Heu, ne? Ja. Ja. Aber ernte nicht alles, das brauchen doch unsere Tiere zum. Bei den Tieren ist sowieso gar nichts mehr im. Nein, nein, ich ernte ja nur, was hier so wächst, so. Ist euch bewusst, oder? Was denn? Dass bei den Tieren gar nichts mehr im Gehege ist an Gras. Deswegen musste ich ja auch den letzten Tage immer Heu geben. Ach so. Hast du schön weggemacht, ne, Zwiebel? Oder was? Nein, ich mach das hier weg, was hier gewachsen ist, so nebenbei. Ja. Auf dem Grundstück. Ich glaube, im Sommer wächst der Kack ja wieder. Ja, immer zum Jahreszeitenwechsel. Naja, genau. Oh, wie schön Glühwürmchen. Finde ich voll toll, sowas. Mega. Oh, ganz viele Schmetterlinge. Bunte Schmetterlinge kamen jetzt raus. Schmetterlinge um 22.40 Uhr. Ja, sorry, aber ist so. So, jetzt ist der Silo wieder voll fast. Der Silo ist wahrscheinlich immer voll, da hast du recht, ja. Ja, wo ist denn jetzt das Heu, was ich gerade gesammelt habe? Im Silo. Geht das automatisch ins Silo? Ja. Yep. Lame. Was ist, wenn Warum? Ich immer Heu brauche? Für was denn? Für eine Heuparty? Achso, mal spontan im Heu. Warum, für warum Heuschnupfen. Heu? Für Heuschnupfen. Warum liegt hier Heu, genau. Oh, wer kennt's nicht, ey. Genau, schreibt's mal in die Kommentare. So, gehen wir ins Bett. Meint ihr, das wird auch geclaimed, wenn ich das jetzt in den Titel packe? Warum liegt hier Heu? Garantiert. Das ist aber das Originalzitat ist, warum liegt hier Stroh? Genau. Ach, Stroh, okay. Ah, dann kann ich ja. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Heu und Stroh? Dein? Das eine ist anders. Stroh ist, glaube ich, tatsächlich nur, wenn du je irgendein Gras einem abmachst, dann ist das direkt Stroh. Und Heu ist, glaube ich, wenn es mal gelagert ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, muss man mal googeln. So, an die Landwirte da draußen oder an die Farming Simulator spielen, schreibt's mal in die Kommentare. Die Frage ist doch auch, hat Google eigentlich den Google-Hupf geclaimed? Meinst du? Ja, weiß der ich wird nicht. Leider anders geschrieben. Aber es wäre doch, das wäre doch witzig. Google-Hupf. Eine Google-Hüpfburg. So, so Pen. Jetzt mach ja, doch ich endlich schon. Ach so. Brilli macht wieder Nachtschicht hier. Das ja, ist, echt, ey. Und dann hängt er wieder kurz vorm Bett. Ich komm nicht ins Bett. Der Zwiebel ja, ich will hat auch nicht ins Bett kommen. Zugebaut. Was heißt denn da der Zwiebel? Sag mal, hackt bei bauen. Dir? Immer diese was? Verallgemeinerung, wenn hier irgendwelche. Vielleicht wart ihr auch. Also, wenn ich deinen Namen nenne, ist das jetzt überhaupt gar keine Verallgemeinerung, sondern ziemlich speziell. Ah, ja. Mhm. Aber dieses wieder. Ja, vielleicht wart ihr auch Tine Wittler Rollkommando. Tine Wittler, meine Freundin. Sie sieht immer gut aus. Naja. Quack! Klopp. Hey. Das heißt, na hey. So, jetzt haben wir erstmal alles Gold verbraten. So, okay, also diese blöden. Diese diese Zapfhähne hier, die brauchen doch anscheinend ganz schön lange. Wieso sind denn die Kühe da draußen? Wer hat denn das Tor nicht zugemacht? Leute. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ne? Aber er fängt mit B an und hört mit Rilli auf. Hey, Vorsicht. Warum machst du denn jetzt das Tor zu? Dann können sie ja nicht Weil rein. Weil da gerade die anderen Viecher alle raus wollten. Darum. Ja, aber dann können die doch nicht mehr rein, Mensch. Die müssen doch wieder in den Stall. Ja, lass mal jetzt das Tor auf. Hier, guck mal, jetzt laufen sie genau. Was ist denn los, Dicke? Rein oder raus? Nein, die nicht Dicke, die wollen nur zum Futter. Ach so. Ja, dann gehen die doch wahrscheinlich automatisch wieder in ihren Stall, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, also lass hier, Free Willy, lass sie laufen, die Biester. Was war das? Nee. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Möchtest du auf meinen Rücken gehen? Die Cola bekommt ihr, glaube ich, nicht, Brilli. Ja, nee. Achso, ich soll gießen noch, ne? Gießen. Mhm. Das sind endlich mal Felder, wo ich meine Gießkanne auch ausnutzen kann, ey. Warum denn? Ich hab eindeutig in die Richtung. Die neuen Felder. Neun Felder auf einmal, ey. Zack. Das Kühe-Melken ist zum Mäuse-Melken hier. Oh. Naja, dann könnten wir uns ja dieses Ding da kaufen, diesen Grabber oder wie das Ding da hieß. Ja, es wäre doch eine hilfreiche Geschichte. Aber ja, 25.000 ne? haben wir jetzt erstmal. 25.000? Ja. Alter Falter. Und solange der gnädige Herr seine Laser-Katana nicht hat, sehen wir da eh schlecht aus. Laser. Ist doch schon wieder eine Tür auf. Ist überhaupt nicht. Ah, du machst gut. Okay. Hast du schon die Eier eingesammelt? Yep. Bitte nicht verkaufen, ne? Pack sie in meine Koch. Und auch kein Käse mehr machen aus der Milch. Die brauchen wir auch. Gut, das ist ja wirklich ein Eyecatcher. Was für ein Eyecatcher? Genau, ein bisschen sortieren die Kisten. Hier ist eine Kuh draußen, soll das so? Ja, ja, wenn die Türen offen waren. Wie kann ich die wieder rein? Gar nicht. Kannst du nur warten auf die Nacht und dann heute Abend, wenn sie drin sind, die Türen zumachen. Genau. So, was hat das braucht? Ich brauchte Burger. Ich hab dir noch ein Ei reingelegt in die Kiste, ja. Super, danke. So. Spiegelei, Kartoffelpuffer. Volles. Wir brauchen übrigens immer noch Batterien. Was fehlt noch? Für was denn? Pfannkuchen. Genau. Für was willst du Batterien? Ich weiß nur, dass wir sie brauchen. Ach so, okay. Wie bei Raft. So. Was Grünes. Ein Mineral. Malachit. Lehm. Und Beirut, was? Beirut? Was, Beirut? Beirut, auch noch ein Mineral. Was soll ich mit den Mineralen? Ich meine, kann man damit irgendwas machen? Es gibt Milliarden Minerale, aber man kann die auch nicht hier reinlegen, glaube ich, oder? Das ist doch nichts fürs Museum. Wir könnten natürlich auch anstatt volles Frühstück. Ja, es ist schon geil, volles Frühstück. Alter, wer hat denn bitte die Ziege Hitlerkuh genannt? Eine Ziege Hitler-Kuh, Was Mais. Los mit euch, ey? Aus Mais kann ich Tortilla herstellen. Was? Wer war denn sowas? Ja, bestimmt wieder du. Übrigens, hier steht Goblins von M. Jasper. Die Spezies, üblicherweise als Goblin benannt, scheint aus den Wäldern des fernen Nordostens gekommen zu sein, von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Okay, das lese ich nicht alles. Was ist das jetzt her? Das steht hier in der Bib. In der Bib? In der Bib. Ah, es gibt Goblins, also alles klar. Ich pack die Köder mal in deine Fischkiste da hinten, ja? Ist ja, passt ja thematisch. Ja, auch vom Geruch her. Nicht. Hier gibt's aber doch. Aber hier, ach, da sind schon welche. Doch, die kann man wohl. Ja, da müsste ich mal mit allen Mineralien hier hinwandern, die wir haben, die da vielleicht noch nicht abgegeben wurden. Ah, es gibt jetzt übrigens auch wieder Eis, ne, Leute? Was? Es gibt jetzt auch wieder Eis da beim Schmied. Für 250 kann man sich ein Eis kaufen, 100 Energie, 40 Gesundheit. Ja, aber wir haben übelst gute Sachen gekocht. Ja, ich sag's doch nur, weil du mal Bock auf ein Eis hast, Junge. Wer hat was gekauft hier? Ich hab grad zwei Geoden aufgebrochen. Der einen war ein Jaspis drin. Das sieht aus wie ein roter Mini-Penis. Nicht schlecht, eine ganze Brille ans Bett schrauben. Hast du das schon unten rum? Einen roten Mini-Penis? Der ist zwar unglaublich klein, dafür stinkt er aber wie ein großer, ja. So eine schöne Rakete da unten. Wie bei so einem Hund. Ja. Wenn er poliert wird, fängt dieser Stein an anziehend zu leuchten. Jahrtausende lang ein wertvolles Gut für die Menschen. Sauber. Also dran reifen. Aber hier, der Sammler will ihn nicht haben. Komisch. Gucken wir mal, was er bringt.
finanziell gesehen. Ja. Bushaltestelle. Hallo Pamela. Die Leute wollen das, was passiert. Die Leute haben das fast kopiert. Die Leute, was passiert? Die Leute wollen. Halt's Maul! Halt's Maul, bleib locker. Hier, das sieht auch. Ach, egal. Ganz schön viele Falli. Sagt man Falli oder Fallusse? Himmel. Hier ist wirklich unglaublich unsortiert, die Kisten. Das ist der Wahnsinn. Kannst du ja, so nie sagen. Muss man mal. Sollte man mal im nächsten Frühjahr, zum Frühjahrsputz. Leider schon abgelaufen, die Zeit. Ich werde mich demnächst drum kümmern. Alles klar, also nie. Achso, siehst du, wollte ich ja mal gucken, obwohl das geht ja bestimmt nicht. Ihr macht ja bestimmt ihren Laden gleich wieder zu, hier, die Uschi. 16 Uhr fällt da hier meistens der Hammer, oder? 18, hey, dachte ich, oder? 18, alles klar. Alter, wo ist sie denn hier? Hallo. Hallo. Für heute geschlossen, Mani. Alles klar. Halt's mal, Mani! Mani, ist das nicht die unten mit den Tieren? Ja, ich wollte mal, da kann man diesen Greifer kaufen. Ach. Schalt sie Fuck ab! Bei der, okay. Schalt sie Fuck ab? Schalt sie Funk ab! Schalt sie Funk ab! Yes, your English is very good. Oh, die machen doch schon, also der Schmied macht schon 16 Uhr zu. Die machen alle 16 Uhr zu. Wir haben Siesta. Wir stehen hier als erstes auf unserem Feld und gehen als letztes ins Bett. Manchmal schaffen wir es noch nicht mal bis zum Bett und die machen hier schön, ey. Ja, 30 Stunden mit der Selbstständigkeit, ne? Müsstet ihr ja wissen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Hühner rennen hier auf dem Feld rum. Au, mein Ohr! Hat sich eine Lautstärke angegriffen. Die Drecksau. Bleib stehen, du Kuh. Ich kann nicht das Treffen, du Penisgesicht, Digga. Was? Ha! Also, wenn mal aus Versehen jemand Käse macht, ist nicht so schlimm. Man kann aus dem Käse dann auch noch Sachen kochen. Ah, ja. Nein, du Depp. Ich esse jetzt einen Käse. Das war Käse. Ich bin immer in der Minen, müsst ihr wissen. Aha. Materialien organisieren. Material. Weil ich ein guter Typ bin. Ja, Material. Oh, das war die falsche Richtung. Hier kannst du gerade nicht rein. Ja, ich merke schon. Wir haben tatsächlich fast eine halbe Mio jetzt schon gemacht mit Gesamteinnahmen. Ich versuche so zu sortieren ein wenig, weil... Kannst du aber auch Samen, machen über den Knopf oben, weißt du, ne? Drei Viecher, oder? Da sortiert es mir aber nicht den Dreck aus einer Kiste in die andere Kiste, wo er hingehört, weißt du? Wir brauchen nur ein bisschen mehr Liebe. Ja, dann streng dich an. Okay. What the fuck? Das Zeug drin. What the fuck? Ich werde sterben. Warum? Vielleicht auch nicht. Komm heim. Wie heißt das kleine Küken eigentlich? Entenai. Der Name ist Programm. So. Alter, stirb halt! Deine Maus oder der Gegner? So ein richtiger Mausvergewaltiger. Großvater Schrein. Was ist das? Warum ist denn hier der Dünger drin? Wer ist das denn? Wer macht denn hier so ein Durcheinander? Ich habe da keine Ahnung. Da war bisher immer alles mögliche Zeug drin. Und das ist halt Macht der Gewohnheit, natürlich. Nein, die Kiste hier ist für Erze und sowas. Die Kiste hier ist für Dünger und solches Gedöns. Ich werde demnächst ein Lager bauen. Da und wer sich da nicht dran hält, der kriegt eine schöne Verwarnung. Der hat Pech gehabt.
So, ich habe mir mal erlaubt, so ein paar Geoden zu mopsen, die ich dann morgen aufbreche. Ach, hatten wir noch welche drin, ja? Ja, ja, gefrorene Geoden und dies Geoden und das Geoden. Alter, what the fuck? So. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm lieber nach Hause, schon, ja. Schon 10. Junge, komm heim, Junge. Junge, komm bald wieder nach Haus. Zur Bushaltestelle bitte, da möchte ich der Pam unter den Rock schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doch sie ist nicht mehr da. So ein Pech. Das ist traurig. Emma, ist ein Schein. Willkommen, willkommen. Okay, ich hab Glück. So, Wetterbericht. Wetter. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Okay, wir müssen also gießen. Ich. Ja. Genau, du machst ja immer alles alleine. Mene! Ja! Piss dich! Kommt aber kein Blumenkohl rein, ne? Ich lieg schon im Bett. Und ja. Ich bin auch schon fast im Bett. Die Eier kommen noch schnell in den Kühlschrank oder neben den Kühlschrank, besser gesagt. Nee. So. Ja, so die Folge auch zu Ende. Ja, es stimmt. Was isst du? Wenn du nicht lachst. Alter, jetzt kommt doch mal ins Bett. Ja, ich bin noch die Sachen hier am Einsortieren. Hör auf damit! Was denn? Wenn, ich muss dir die ganze Zeit Geld bezahlen, weil ich nicht ins Bett komme, weil du mir alles verstellst. Das ist, na, vielleicht solltest du dich mal darüber nachdenken, mal pünktlicher nach Hause zu kommen. Dein Gesicht kommt bald pünktlich ins Krankenhaus. Du Lappen. So. Dann ist die Folge zu Ende. Aber wenn das pünktlich, ja, wenn das pünktlich ins Krankenhaus kommt, ist ja nicht schlimm. Ich meine, dann ist das ja rechtzeitig. Naja, egal. Kampf, Stufe 6, 5 LP. Neues Herstellungsrezept, Schleimeierpresse. Schlammeier. Ich kann jetzt auch Qualitätsdünger, Iridiumsprinkler und Schleim. Saatguterzeuger. Und neues Herstellungsknoblauchöl. Warum braucht man das bei Kampf? Das verstehe ich noch nicht. Keine Ahnung. Na, wenn du so Vampire hast und dann, ne, verstehst du? Mhm. Vielleicht stellt das die Fledermäuse fern. Liebe Leute, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr hier eingeschaltet habt und das alles mit euch machen lasst. Wir sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei den Hofgeschichten bei Stardew Valley mit Mene, Zielpeter und natürlich am wichtigsten ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ich sag nichts. Bis dann. Tschüss.